Fisch im Müll. Und der Daniel hat jetzt gerade einen Müll gesucht. Ich glaube, der ist gerade ewig gelaufen. Hier sieht man ihn, ganz klein. Hat den Müll weggeschmissen. Mal schauen, ob er was gefunden hat oder ob er ihn jetzt einfach in die Wildnis geworfen hat. Ich habe auf jeden Fall hier jetzt noch die Bombe angeschalten. Und zwar, keine Ahnung, warum das Licht aus ist, aber hier drin ist noch ein bisschen Fisch in Kabeljaufisch. Mal schauen, ob das so funktioniert. Backofen, wo das Licht aus ist, ist auch komisch. Vorhin war das Licht an. Mal sehen. Ja, Daniel hat gezaubert und hat diesen Ofen angemacht. Da kann man lange auf den Fisch warten. Scheiße. Ja, was ist denn das? Das kenne ich nicht, dass man das extra noch separat anschalten muss. So eine Scheiße. Ja, jetzt geht's. Auf jeden Fall hatten wir vorhin ja den Termin zur ersten Schicht Farbe. Und da gab es auch wieder ein paar Probleme, weil die mir zu mir gestern gesagt haben, ich soll zum Casino kommen. Zu vielen anderen haben sie aber gesagt, nö, das wird in dem Fitnessstudio stattfinden. Dann war ich dort, dann hieß es, ja, jetzt können wir dich nicht tannen zu deinem Termin, weil gerade noch die Leute, die ganzen Männer getannt werden, die jetzt gleich auf die Bühne müssen. Ist natürlich auch verständlich. Dann haben wir gewartet, dann habe ich geschwitzt, dann waren wir genervt. Dann irgendwann zwischendrin haben sie mich dann gerufen, dann haben wir schnell das Tanning gemacht, das mit Top Tan und Spray Tanning gewesen, ganz, ganz lieb. Und ja, bei mir reichen da zwei Schichten und genau, die nächste Schicht ist morgen früh. Ich esse jetzt erstmal noch was. Ja, und genau, so viel dazu. Sind mit Uber wieder gefahren, das ist ungefähr, ich weiß gar nicht, wir haben wieder 3 Euro oder so bezahlt und das ist ziemlich cool, weil du musst nicht selber fahren, du musst nicht selber irgendwie einen Parkplatz suchen, du buchst einfach, wo du hin willst, du wirst abgeholt und kannst aussteigen und gut ist. Ziemlich praktisch. Mein Ultra-Hack, damit das Essen gleich doppelt so geil schmeckt, ist einfach ein bisschen Zitronensaft da drüber. Auf jeden Fall schmeckt so was frisch gekochtes. Gleich. Doppelt so gut. Und ich bin ja so auf meinem Kabeljau hängen geblieben und deswegen esse ich den jetzt hier auch weiter. In anderen Orten muss man immer erst googeln, wie der Fisch heißt, übersetzt, weil sonst weiß man immer nie, ja, was das eigentlich da ist. So. Und die haben ja auch immer ganz andere Bezeichnungen. Und die hier in Portugal, die tun den Fisch irgendwie mal in Salz einlegen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, aber dann kann ich ja auch natürlich kein Portugiesisch. Deswegen, ja, bis man dann da im Supermarkt sich zurechtgefunden hat, gehen dann oftmals 10 Minuten mehr. Ich darf ja eigentlich nichts mehr trinken. Aber ich wollte meinen. Ich hatte mir noch eine Portion von meinem Glutamin und meinem Kreatin mitgenommen in meinen illegalen Koks-Päckchen. Und jetzt habe ich so einen Minischluck Wasser genommen und habe das versucht, aus dem Päckchen in meinen Mund zu kippen. Also das heißt, ich habe versucht, mit dem Päckchen das so rein. Es, ja, hat jetzt nicht so gut geklappt. Das meiste ist wahrscheinlich jetzt irgendwie auf mir. Aber ich wollte das aus Prinzip jetzt noch nehmen. Und ja,
Mit einem Schluck Wasser löst sich der schon auf. Und ich finde auch, mein Gesicht wird von Stunde zu Stunde wieder schmäler. Das ist ein gutes Zeichen. Und auch meine Beine werden immer knuspriger. Und dann sieht man es dann morgen auf der Bühne. Jetzt kommt auf jeden Fall nochmal der Matze vorbei. Der wollte noch einen Formcheck filmen für Rip One. Und dann heißt es eigentlich nur noch Füße hochlegen. Wir wollten, weil ich mein Gummiband vergessen habe, nochmal irgendwo eins suchen. Wir haben da gleich so eine Shopping Mall in der Nähe. Da hat uns der André, der auch hier startet in Portugal, einen Tipp gegeben, dass die da welche haben. Ja. Und ich hätte gerne noch ein bisschen oder soll noch ein bisschen Honig und Marmelade vielleicht morgen parat halten. Und wir waren vorhin in dem Supermarkt und da gab es Honig und Marmelade. Aber die fand ich nicht cool, deswegen habe ich sie nicht gekauft und habe mir gedacht, da muss ich halt nochmal extra los. Ja, auf jeden Fall bin ich total getriggert worden von Instagram. Von der Lisa Maiswinkel war das, glaube ich, falls sie das sehen sollte. Ihr habt mir alle so Lust auf Rosinen gemacht. Ich liebe Rosinen. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Rosinen mögt oder ob ihr die immer rauspult. Und ich liebe Rosinen. Liebe Grüße an meinen Papa. Wir sind die Rosinenfreunde. Wir lieben Rosinen. Und die habe ich mir vorher noch ein bisschen über den Reis gemacht. Oh, weil mich Instagram getriggert hat. Das ist manchmal echt gemein. Wo geht's denn hin? Wir suchen ein Gummiband, weil ich habe das vergessen. Und ja, ohne Aufpumpen ist ein bisschen scheiße. Und wir suchen noch was. Wir suchen noch Marmelade. Wir suchen noch Toastbrot. Wir suchen noch Ananas. Und wir suchen noch Duschgel. Und bestimmt noch irgendwas, aber... So, wo ist jetzt dein Gummiband? Hier riecht es nach Gebäck. Gummiband haben wir nicht gefunden, weil die ist grün. Schnell, nein, ist nicht mehr grün. Weil die hier am Samstag schon dicht machen alles. Um 7 Uhr. Und ja, jetzt haben wir aber Hilfe bekommen. Aus dem deutschen Team. Österreich. Scheiße! Entschuldigung. Deutschsprachig. Und wir suchen jetzt noch die restlichen Zutaten von unserer Einkaufsliste. So, und jetzt? Ich trage eine Schutzmaske. Dacia Logi. In 2 Minuten ist unser Fahrer da, der heißt... Flavio. So, was haben wir jetzt eingekauft? Nix, weil alles geschlossen hat und ich echt Hunger habe und ich jetzt nur für die Kamera echt lieb rede. Ich habe echt Hunger und ich wollte doch so gern irgendwas Saftiges haben und jetzt habe ich nichts, kein Ananas. Ja, 2,50 reichen auch. Gott, das sind doch schon so viel. Hallo, da will noch Wasser trinken dazu. So reicht's. Sieht mir gut aus.
Hat Spaß. Füll das Glas nach. Lucifer. Oh, mir ist warm. Nein, Spaß. Ich beruhige mich schon wieder. Ich will schlafen. Jetzt wird erstmal noch eine Runde gepostet. Oh ne. Ja, muss ja ankommen. Okay. Es glaubt uns keiner. Wenn das klappt, glaubt es uns erst recht keiner. Aber vielleicht ist genau das, was es braucht. Auf euch. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen vom Wettkampftag. Ich bin noch etwas verdrullert. Wir haben schon vorm Check gemacht. Wir haben schon... ich habe schon eine Extension geglättet. So weiter bin ich nicht gekommen. Jetzt esse ich erstmal. Und zwar habe ich gestern was gefunden. Und zwar ist das für Babys Reisflocken mit so ein paar Vitaminen drin. Keine Ahnung. Das habe ich, hat jemand irgendwo hingestellt und nicht aufgeräumt. Und deswegen habe ich es gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, cool. Kann man ja mal kaufen. Auch ich hätte es auch mit heimgenommen, aber jetzt für den Moment hat es ganz gut gepasst. Und zwar gibt es jetzt eben nochmal 80 Gramm Reisflocken, weil ich keine Lust auf Reiswaffeln habe und wahrscheinlich später noch genug davon essen werde. Da haben wir eine Banane drüber gemacht. Und ansonsten gibt es jetzt nicht mehr viel. Wir fahren dann für Make-up und Haare und Tanning ausbessern nochmal zum Casino. Und dann bleiben wir da auch, weil um 13 Uhr geht es schon los. Und genau, haben alles gemacht, was in unseren Händen steckt. Sind sehr zufrieden. Also sehr zufrieden heißt immer 9 von 10. Und genau, das war's eigentlich. Da kommt jetzt noch Mandelmus drüber, ganz wichtig. Und ein bisschen Zimt. Und dann sehen wir uns später. Wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden oder 1 Stunde, 1,5 Stunden vorm Auftritt. Wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verzögern. Und deswegen gibt es jetzt einen Magic Drink. Das ist nicht so viel, weil es gibt ja nicht mehr so viel Wasser. Magic Drink ist Magic Drink, weil manche Sachen müssen Magic bleiben. Und ja, Form ist, denke ich, auch ganz gut. Ich bin sehr entspannt. Ich habe gerade noch einen Powernap gemacht. Den Rest kann ich nicht mehr beeinflussen. Deswegen auf euch. Danke für den ganzen Support und wir sehen uns dann wieder, wenn alles vorbei ist. Beine locker, nicht spannend durch. Nochmal locker. Nochmal durchspannen.
Wir sind jetzt wieder angekommen im Apartment. Kurz mal so aus meiner Sicht, wie das Ganze abgelaufen ist. Ist ja alles wettkampfbedingt mit Corona jetzt ein bisschen schwierig, weil der Betreuer da darf zwar mit, aber der darf dann nur mit, wenn du wirklich dann schon bereit bist für die Bühne. Da sind wir heute früh eben zum Make-up, zum Tanning und zur Farbe nochmal zum Casino gefahren. Und der Daniel musste da draußen warten. Und dann haben wir uns überlegt, weil wir noch 1,5 Stunden Zeit hatten, wir gehen nochmal zurück ins Apartment. Da können wir nochmal kurz die Füße hochlegen, nochmal die Form anschauen, weil 1,5 Stunden in der Sonne liegen oder draußen ist jetzt nicht so angenehm. Dann war es eben so, dass 1 Uhr, beziehungsweise es war dann wieder ein bisschen später, 1.30 Uhr hier in Portugal Zeit, Einlass war. Da durften wir dann auch alle mit unseren Betreuern rein und jeder hatte, es war einem Raum oder einem Platz zugewiesen, je nachdem, wo das war. Und wir waren in wie so einem Künstlerzimmer mit Spiegel und Stühlen. Und da waren eben nur eine bestimmte Anzahl auf Quadratmeter Mädels geparkt, damit man die dann auch findet. Es hat sich dann alles wieder ein bisschen verschoben. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, wie viel es eigentlich später war. Und als es dann soweit war, war es eigentlich ziemlich hektisch. Zack, 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 nur schnell Öl drauf, gar nicht richtig aufgepumpt, weil los, 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 auf, ihr müsst in eine Reihe, ihr müsst auf diese, wir waren ja auf so einer rotierenden Drehscheibe, die angefangen hat sich zu drehen und dann aus dem Boden nach oben gegangen ist. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was da passiert, und es war so, dass die ja immer mal wieder so angehalten hat. Und du musstest echt stabil stehen auf den Schuhen, und es war so Teppichboden. Also war schon geil, aber ein bisschen unstrukturiert alles. Auf jeden Fall sind wir dann alle auf dieser Drehscheibe hochgekommen, sind dann alle nochmal einzeln rausgegangen, haben unsere Präsentation gezeigt. Dann wurden in Blöcken nochmal alle gezeigt. Ich habe dann meine Maske klein gerollt und unter mein Armband gemacht, dass man es nicht sieht, weil ich fand das irgendwie doof, das hier so am Arm zu haben. Ja, auf jeden Fall war ich dann im ersten Callout, bin dann ins Finale gekommen. Ich glaube, Top 10 war es. Man weiß das eigentlich immer gar nicht so. Man weiß immer nur so, ja, mach das jetzt, zack, zack, zack. Und dann haben sie ewig verglichen und umgestellt und verglichen und umgestellt. Und dann haben sie halt so oft schon verglichen gehabt, dass sie schon Mädels auf der Bühne gefragt haben, ob es denen gut geht. Und man hat es nur so von oben ein bisschen mitgehört. Sie wollten eigentlich nochmal was umstellen, aber haben es dann nicht gemacht. Und also alle waren total fertig und aus der Puste. In dem Moment war ich echt happy drüber, dass ich so viel Posing geübt habe und so viel Kondition habe vom Posing, weil für mich wäre das der Tod gewesen, aber die Übung hat sich wirklich ausgezahlt. Ja, auf jeden Fall ist es, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte einfach ein bisschen erzählen, der 3. Platz geworden. Ich muss mal gucken, wie viele Punkte man kriegt. Man kann ja auch sich durch Punkte für den Olympia qualifizieren. Und je nachdem, wie viele Wettkämpfe man macht und wie gut man dabei abschneidet, bekommt man, dann kann man sich auch qualifizieren für Amerika. Ja, bin schon sehr oft jetzt gefragt worden, ob ich zufrieden bin. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, mit dem, wie ich ausgesehen habe, wie ich die letzten Monate, die letzten Jahre gearbeitet habe dafür. Mit der Platzierung bin ich nicht zufrieden, aber ich denke, wenn man das so betrachtet, dass es mein erstes Profidebüt war bei der Pro League, wo viele vielleicht erstmal so nicht beachtet werden, dann ist es eigentlich, dann kann man da sehr stolz drauf sein, und das war auch für mich eine erste Vorbereitung, so, keine Ahnung, wo ich eben so eine intime Betreuung hatte mit meinem Mann, und der hat das perfekt gemacht. Der hat es in jeder Sekunde getrennt, Beziehung, Ehe und Athlet, und ich konnte das gut auffassen, weil ich bin sehr
kritikfähig und ich liebe Kritik und ich kann mit Kritik, kann ich was anfangen, weil ich versuche, das umzusetzen. Und ich glaube, das hat einfach gut harmoniert und das war so der feine Unterschied, dass jemand mich einfach so, wie es sein muss, einschätzen kann und auch mit mir bereit ist, mal mutig zu sein. Und letztendlich bin ich ja nur die ausführende Gewalt und derjenige, der das Ganze steuert, der muss da die Eier in der Hose haben. Und das hattest du, mein Schatz. Deswegen beenden wir diesen Vlog mit diesen Worten. Und zwar, wir sehen uns in Spanien. Ich freue mich auf Paella und Co. und auf Alicante. Ganz, 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 ganz arg, weil jetzt sind wir auf dem Schirm. Jetzt haben wir das Flugzeug gelandet. Und ja, nächste Tankfüllung, nächste Passagiere und ab nach Spanien.